Servus Leute und seid herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute öffnen wir die Weekend League Rewards und die Rivals Rewards. Aber ich habe was verkackt und zwar bin ich gerade schon in Food reingegangen und dann habe ich aus Versehen die Weekend League Rewards schon genommen oder halt angezeigt bekommen. Aber ich habe sie noch nicht geöffnet. Das heißt, wir können noch die Rivals Rewards abholen. Das machen wir jetzt auch. Jetzt ist die Frage, nehmen wir wirklich? Ja komm, wir nehmen mal Untrade wieder. Let's go. Wir bekommen dann, glaube ich, 6 Packs waren's. Okay. Hier, du bist Rivals Rang 2. Ich habe gestern nachts noch geschwitzt, damit ich da noch Rang 2 komme, weil ich hatte irgendwie nur 8000 Punkte und nur 2 Megapacks zu bekommen, wäre ein bisschen scheiße. Aber, seht schon, mir fehlen derzeit die Four Champions Punkte und ich werde diese Woche wahrscheinlich auch nicht spielen. Ich werde vielleicht noch Rivals suchten heute, damit ich vielleicht auf 2000 Punkte komme. Da warte ich einfach mal den Freitag ab bis 19 Uhr, was überhaupt kommt, weil wenn jetzt irgendwie so ein Dreckstotz kommt, dann nicht, aber wenn das Best of kommt und das wirklich in den Rewards wäre, dann überlege ich es mir nochmal. So, dann gehen wir hier rein, hol dir deine neuen Objekte. Come on. 1 von 2. Ah, maximal 87, also schon mal kein Mbappé. Das heißt, eigentlich können wir nur von dem Latam, dem lateinisch-amerikanischen hier, welche bekommen, glaube ich. Come on, wir öffnen es einfach mal. Ja, wie erwartet. Ja, Buh, den könntest du vielleicht, wenn du mal vorne im Sturm irgendwie wen stehen hast oder auf dem Flügel so ein paar Argentinier, kannst du den auf jeden Fall mal vielleicht einsetzen. Die Werte sehen jetzt nicht so schlecht aus, muss man schon mal sagen. 4-4, ja, geht auf jeden Fall fit. Und dann kommen wir zum spannenden Teil des Videos wahrscheinlich. Ja, wir haben 4 Jumbo Premium Gold Packs. Dann haben wir ein Premium Gold Spieler Pack, 2 seltene Spieler Packs und 2 Mega Packs. Also Mega Packs, vielleicht habt ihr es ja letztes Weekly Rewards Pack schon gesehen. Die habe ich jetzt nicht so gegönnt, aber vielleicht ja heute, ne? Man kennt ihn, EA Sports, vielleicht gönnen sie heute mal was. Wir fangen an mit den Jumbo Premium Gold Packs, let's go. Vielleicht ja direkt ein Walkout. Nein, leider kein Walkout, auch keine Tafel. Ja, lasst auf jeden Fall gerne ein Like da und ein Abo wäre auf jeden Fall geil, weil Road to 600 Abos, würde ich mal sagen. Schaut auch das letzte Video an, da haben wir Walkout Party des Zorns gehabt, Digga. Ja, nächstes Jumbo Premium Gold Pack. Also ein Walkout aus diesen Packs will ich. Einen. Mindestens einen. Am besten wäre natürlich Blue, aber kein Schlitz. Ist scheiße. So, dann haben wir noch 2 Jumbo Premium Gold Packs. Let's go. Wir öffnen 1 davon. Ja, wieder kein Walkout. Auch keine Tafel. Also die Packs sind wirklich scheiße. Also ich ziehe aus denen wirklich nie was. Pavon. So, dann das letzte von denen. Come on, dann machen wir weiter mit den Megapacks. Wieder kein Walkout. Zumindest mal eine Tafel. Jawohl. Eine Tafel, let's go. Ja, aber zumindest mal ein 84er geht auf jeden Fall in Ordnung. Der ist wahrscheinlich auch noch seine Coins wert. So, machen wir weiter mit dem Megapacks. Abfahrt, come on. Der erste Walkout. Nein, leider auch nicht. Es war auch keine Tafel dabei, also die Packs gehen heute bisher noch nicht. Aber wir haben ja noch 4 und davon sind 250er und ein 45er. Vielleicht gönnen die ja. Mein nächstes Megapack, auch wieder kein Walkout. Aber wieder eine Tafel, come on, gib uns was Gutes. Und Spanien, ZM, Illaramendi, okay, 84 geht auf jeden Fall in Ordnung. So, 45k-Pack, come on, Nose-Pack vielleicht, oder ist es sogar nur ein 40er oder so? Kein Walkout. Die Hoffnung lebt auf den letzten 2 Packs. Wenn wir da jetzt kein Walkout rausziehen, habe ich keinen Bock mehr auf FIFA und werde die Weekend League auf jeden Fall nicht zocken. Seltene Spieler-Pack, einzigartige Top-Spieler, ja, vielleicht ja mal ein 86+, come on, Ronaldo. Oh, nein. Kein Bock. Was ist das? Ey, nicht mal eine Tafel. Das ist doch... Ey, für was spiele ich dieses Spiel? Vasquez. Ja, erstes 50k-Pack oder 55k-Pack. Sieht nicht so schön aus, muss man schon mal sagen. Geil, und die sind alle untrade. So, jetzt letztes Pack. Wir können ja auch gerne mal die Serie fortsetzen, indem wir kein Walkout bekommen. Jetzt komm schon, ihr. Come on, geiles Spiel. Wow, jetzt übertreibt aber nicht hier. 2, 3 oder 80er. Ja, das war's dann von dem Pack-Opening. Packs haben mal wieder komplett gegönnt. Schaut euch auf jeden Fall das Video von gestern an. Da haben die auch voll gegönnt. Also irgendwie habe ich in letzter Zeit gar kein Walkout-Glück. Ich glaube, mein letzter Walkout ist jetzt schon über 2 Wochen her. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, zeigt es mir mit einem Daumen nach oben und mit einem Abo. Ich würde sagen, haut rein. Bis zum nächsten Mal und ciao.